Ja, schön, dass du den Link geklickt hast. Wir sind das Team der Kulturkutsche. Mein Name ist Caroline Schönwald. Marcel. Mario. Und wir wollen mit euch das Projektende der Kulturkutsche zelebrieren. Am 23.05. im Parktheater in Buburg. Parklichtspiel. Parklichtspiel zur Verleihung des goldenen Schimpansens. An einem Samstag. Pfingstsamstag. Jetzt müssen wir den eigentlich mal erklären, was das ist. Ist ja vielleicht ja nicht allen klar. Also steht schon in der Mail drin. Ihr müsst jetzt euer Word-Dokument öffnen. Und ihr seid ausgewähltes Publikum und gleichzeitig Jury für das Votum der 7 Kategorien. Wir wollen sie jedenfalls auszeichnen. Mit dem goldenen Schimpansen. Wie beim Oscar. Was natürlich der Schimpanse höher ist als der Oscar. Selbstverständlich. Hallo. Wer ist damit schon Oscar? Wer nimmt sein Kind schon Oscar? Ja, also, ich würde mein Kind ja eher Schimpanse nennen. Also, Bubenkasse und Schimpanse. Kommen wir zur Kategorie. Bestes autobiografisches Stück, Theaterstück in dem Sinne. Weil wir machen ja nur Theater, wie man hier sieht. Nominiert ist Schicksale. Ist euch schon ein Begriff, oder? Also ich war dabei, ich hab's gesehen und ja. Prädikat wertvoll. Besonders wertvoll. Ah, da muss man sich vorstellen. Ich war neulich bei der Stadtverordnetenversammlung. Da rede die doch tatsächlich darüber und verabschiede Bescheid, wie sie das Netthage von unserem vom Vorgarten, das ist jetzt eine Ordnungswidrigkeit, das muss man sich mal vorstellen, das gibt es doch gar nicht. Ja, die euch an Sinnlosigkeit freut, seid der Grund für seinen Hass. Ihr konsumiert grenzenlos und bleibt trotzdem leer. Liebe Versammelte und Innen! Da die fossilen Brennstoffe begrenzt sind, brauchen wir Alternativen. Energiegewinnung durch Holz. Speziell Holzhackschnitzel. Nominiert in der Kategorie Bestes autobiografisches Theaterstück ist Teile Toni sein Leben. Das ist mit dem Rittfelder Dude. Das ist ein Dude. Teile Toni, fressen, saufen, ficken, scheißen. Teile Toni, Schnee im Sommer, Teile schmeißen. Ey, nettes Mädchen, magst du uns bei den sekundären Geschlechtsmerkmale zeigen? Mann, Schlampe! Deine Titten! Ja, Fotze! Alter! Keine Angst. Komm mit mir. Baby. Du bist mein Ein und Alles. Stopp mal. Halleluja, mein Leben! So schlimm ist es doch nun auch nicht. Ich hab doch was geschafft. Hab ich was geschafft? Nominiert in der Kategorie Bestes autobiografisches Theaterstück ist Weib und Seele. Schlampe, Fotze, Matratze und Olle. Sie wissen schon, die 3 Ks, Küchekirche, Kinder, haben wir abgeschafft. Nun sagen wir guten Tag zu den 3 Fs, Ficken, Fegen, Fachhochschule. Halt die Klappe und beweg deinen Arsch lieber. Fang endlich an, die Hütte sauber zu machen. Er klebt ja hier der ganze Boden auf meiner Feier. Thank you.
Nominiert in der Kategorie Bestes autobiografisches Theaterstück Lara Lametta. Sehenswert. Ich hab's im Stadtpark gesehen. Andreas hat gesagt, Andreas Raböse hat gesagt, ganz großes Kino. Also war ja die Fortsetzung von Weib und Seele ergänzt um vier weitere Frauen. Anderes Genre. Aber Mutter, ich muss doch mal raus. Im Fuku, im Amt, was ist das denn für ein Leben? Der Herr Brückmann, das ist doch auch ganz netter. Das wäre doch einer zum Heiraten. Mensch, ist wieder laut wie Sau hier, quatschen alle wild durcheinander, versteht man sein eigenes Wort nicht. Nominiert für die Kategorie Bestes autobiografisches Theaterstück ist Zur deutschen Trauer. Die ganze Affenbande brüllt, hurra, die Kokosnuss ist wieder da. Die ganze Affenbande schreit, da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, die Kokosnuss ist wieder da. Politik beschäftigt schon seit jeher die Gemüter derer, die sie versuchen zu verstehen, denn Leben wird dadurch nicht einfacher, eher schwerer. Nimm jetzt den Socks hier aus der Heilbahnkraut da. Das ist Kohl, Asylanten! Quatschen die mir immer noch Asylantisch voll! Vier kleine Negermeister ficken mir im Po. Da fing ich an zu grinsen, doch einer war nicht froh. Die Breite an der Spitze ist noch enger geworden. Hey, ich verwarne ihn! Ja, ich danke Sie! Da geht er! Ein großer Spieler! Ein Mann wie Steffi Papp!